Ein Haudegen ist er nicht. Dass er Armeen führen könnte, traut ihm niemand zu. Aber ästhetisch konnten sich die Soldaten an diesem Manne erfreuen. Mit der elastischen Haltung, der ritterlichen Geschmeidigkeit, der dekadent blaublütigen Zartheit. Es ist der Fürst als Dekorationsstück, der Fürst als Zierpuppe, der Fürst als hingepäppeltes Kunstprodukt eines dünn gewordenen und doch so edlen Blutes. Später wusste er die Rolle des Generalissimus sogar mit verblüffendem Aplomb zu spielen. Sein größter Stolz war, als der beste Reiter seines Königreichs zu gelten. Reiter und Pferd, schreibt Calderon, schienen zu einem Wesen geworden, wenn er auf Prunkturnieren in die Schranken ritt. Spielend ließ er die edlen Geschöpfe nach dem Taktstock seines Zügels tanzen. Auf solch einem Rassepferd andalusischer und flandrischer Kreuzung stellt ihn das berühmte Reiterbildnis dar. Fest und leicht sitzt er im Sattel, in schwarzer, goldtanchierter Stahlrüstung, den Kommandostab in der Hand, während der Fuchs auf beiden Hinterbeinen ruhend in korrekter Pesade sich aufbäumt. Ebenso wichtig wie der Turf war die Jagd. Sowohl im Escorial wie in Aranjuez und im Pardo wurde auf Schwarzwild und Dammwild, auf Eber und Sauen gepirscht. Schon als 13-jähriger Prinz erlegte Philipp in Gegenwart seines Vaters zur Bewunderung der Jagdgesellschaft einen Eber.